Nintendo präsentiert. The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Und damit geht es los. Der Nachfolger zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und es geht los in einer Höhle. Was ist dichter geworden? Mit Zelda und Link. Aber wir hören erstmal zu am besten. Die Szene kennen wir schon so ähnlich aus dem Trailer. Diese Treppen führen immer tiefer in die Gewölbe. Die Tunnel erstrecken sich weiter, als wir gedacht haben. Wir sollten uns in Acht nehmen. Das ist Zelda, die Prinzessin von Hyrule. Aus dem ersten... Oh, wir dürfen laufen. Schloss Hyrule Untergrund. Wir dürfen uns frei bewegen. Cool. Ich glaube, hier oben gibt's nichts. Link, ist dir unterwegs etwas aufgefallen, sagt Zelda. Gesprächslog gibt's hier. Ja, moin. Okay, perfekt. Dann können wir uns auf dem Rückweg genauer ansehen. Vorerst sollen wir weiter hinein. Ja, es geht los. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Ich bin mega gehypt. Ich freue mich schon seit Ewigkeiten. Vor allem seit dieser Woche. Umso mehr. Wir haben 20 Herzen. Und wir erkunden eine Höhle mit Zelda. Steuerung auf Plus. Gibt's noch nicht so viel. Das sollte auch so ähnlich sein wie in Breath of the Wild. Also nichts Wildes. Und ja, sollen wir weitergehen? Ja. Um was handelt es sich bei Tears of the Kingdom? Dieses schwarze Miasma. Viele, die damit in Berührung gekommen sind, wurden danach schwer krank. Für dich und mich ist diese Menge zum Glück noch nicht bedrohlich. Aber wo kommt es her? Warum tritt es gerade hier auf, unter Schloss Hyrule? Wir müssen tiefer hinein. Es könnte ziemlich gefährlich werden. Aber wenn du bei mir bist, habe ich keine Angst, Link. Gehen wir der Sache auf den Grund. Okay, also unter Schloss Hyrule entwickelt sich hier so eine Art Substanz, irgendwas, diese schwarze Wolken hier. Und die sind ziemlich gefährlich anscheinend. Und wir wollen erkunden mit Zelda, oder Zelda will wahrscheinlich eher erkunden, wir sollen sie halt begleiten. Was das ist, worum es sich handelt. Und ja, mal schauen. Ich weiß auch gar nicht, man sieht ja in den Trailern immer wieder, dass Link seine Hand so seltsam ist. Und auch... Ah, ich hab das Master Sword. Link! Irgendwas passiert hier. Und ich weiß gar nicht, woher... Was es ist. Das wird auch noch kommen und das ist sehr interessant. Das Master Schwert! Es leuchtet. Ach, deswegen ist mir das aufgefallen wahrscheinlich gerade auch. Das Schwert, welches das Finstere zu bannen vermag, reagiert auf irgendwas. Wenn wir hier fortschreiten, werden wir auf das Etwas treffen. Seit die Verheerung versiegelt wurde, ist das Schloss der Verwahrlosung anheimgefallen. Was ein Wort. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass sich so ein Ort hier runter befindet. Wir sollten vorsichtig weitergehen, Link. Ja, das machen wir. Und das ist die Steuerung. Wir haben sogar den vollen Ausdauerbalken. Die drei Balken... drei Kreise von der Ausdauer. Und was passiert hier? Link hat noch seine normale Hand, seine zwei. Aber irgendwie erlangt er die Fähigkeiten, bei denen er die Zeit umkehren kann, was man aus dem Trailer auch kennt. Was gibt's hier? Symbole an der Mauer hier. Ruinen. Überreste einer vergangenen Kultur. Ist das dieses... Nee, Schwert? Weil auf dem Titelbild gibt's ja hier auch das Schwert. In der unteren Hälfte ist ja so in diesen Inschriften quasi. Ist dies eine Inschrift? Stammt dies etwa vom Volk der Sonau? Ja, das kann sein. Die Sonau, auf Englisch die Sonai,
sind das Volk, was ja auch schon in Breath of the Wild immer mal wieder vorkam, in den Fironen-Wäldern oder so mit Inschriften und sowas. Welch kurioser Ort. Oh, was gibt's hier? Was ist das? Alles schon ziemlich krass. Auch dieser schwarze Nebel, der hier überall ist. Die gemeißelten Inschriften. Ich ahnte es. Alles, was wir hier sehen, entspricht dem, was ich bei meinem Studium der Sonau gelernt habe. Die Sonau waren ein Volk, das vor ewig langer Zeit gelebt haben soll. In einer Zeit, die heute eine Sage geworden ist. Sie sollen über geradezu göttliche Macht verfügen und ihr Reich hoch oben am Himmelszelt errichtet haben. Und wenn ihr Name auch so in zahlreichen Geschichtsbüchern fällt, man weiß furchtbar wenig Konkretes über sie. Wie viele Fotos will sie noch machen? Sie sind ein Volk der Geheimnisse, mysteriös und unergründlich. Ja, das ist... Was soll das sein? Das Maß des Holzes ist auf jeden Fall ziemlich lang. Kann es sein, dass es länger ist als im ersten Teil? Ich berühre den Boden fast damit, so wie Link das hält. Das war auf jeden Fall kürzer vorher. Und hier gibt es so Statuen. Ob diese Statue ein Sonau darstellt? Schau doch, welch lange Ohren. Sie sahen ganz anders aus als wir. Okay. Aber Zelda und Link haben doch auch lange Ohren, so spitz nach hinten, aber vielleicht nicht so. Hä? Ich kann gar keine Ohren erkennen. Doch wie nur sollen Spuren eines Volkes, das am Himmel lebten, tief im Erdreich unter dem Schloss zu finden sein? Es scheinen noch weitere Funde auf uns zu warten. Link, lass uns weitergehen. Ja. Let's go. Was gibt's hier noch? Ich gehe schon ein bisschen vor, um das ein bisschen voranzutreiben. Gegner. Okay, wir haben sie besiegt. Was passiert jetzt? Alles Zelda kommt hinterher. Link? Ja, alles gut. Kein Grund zur Sorge. Noch nicht. Wandbilder. Auch von den Sonai? Ich werde wahrscheinlich oft Sonai anstatt Sonau sagen. Das erinnert mich an unsere Geschichtsbücher. Die Aufzeichnungen beginnen in mythischer Vorzeit. Damals soll es einen gewaltigen Krieg zwischen uns und dem Dämonenkönig gegeben haben. Geht's? Der Dämonenkönig ist Ganondorf? Diese Bilder. Es Oder Ganon? Es ist, als würden sie dieselbe Legende beschreiben. Ah, das sind die Tränen da oben. Wie die Statuen, die wir gesehen haben. Ein weiterer Sonau. 7 Tränen. Und das scheinen Hylianer wie wir zu sein. Oh nee, sie sagt Hylianer. Es sieht aus, als wären die Sonau aus dem Himmel zu uns herabgestiegen. Meine Vorfahren, die Begründer der Königsfamilie. Okay, auch mit 2 Tränen da oben. Sie entstammten einer Vereinigung mit einem göttlichen Volk, das aus den Himmeln herabgestiegen war. Wenn man den Wandbildern Glauben schenkt, dann muss es sich dabei um die Sonau gehandelt haben. Ihr Blut vermischte sich mit dem der Hylianer auf der Erde und daraus entstand ein neues Reich. Hyrule. Oha, krass. Es geht um die Entstehung von Hyrule. Ein teuflischer Mann die Bildfläche. Er beraubte das Königreich einer gewaltigen Kraft. Ganondorf. Alles hier entspricht genau den königlichen Geschichtsbüchern. Und dann wurde er zum Dämonenkönig. Sie taten alles, um ihn doch noch zu bezwingen. Wenn das hier dargestellte Wesen wirklich der ist, den wir als Dämonenkönig kennen, dann... Dann? Was ist dann? Unglaublich. Dann muss das hier der große Krieg sein, von dem die alten Bücher berichten. Der vor 10.000 Jahren, oder was? Die Wandbilder sind eine Darstellung des Versiegelungskriegs. Hörst du? Dieser Fund ist sensationell. Erstmal ein paar Fotos machen. Guck mal. Das hier hat Pura für mich angefertigt.
Zum Glück habe ich es mitgebracht. Oh, seid ihr eine Switch? Ich kann damit alles hier aufzeichnen. Genau dafür ist es gemacht. Oha, mit dem Auge. Interessant. Der Rest ist leider zerstört. Da kann man nichts mehr erkennen. Macht das Sinn, da eine Bombe vorzulegen? Oder kann man noch mehr zerstören dadurch? Was ist das hier nur für ein Ort? Das frage ich mich auch. Ich habe das Gefühl, wir werden die Antwort darauf bald finden. Komm, Link. Lass uns weiter reingehen. So eine Frage. Warum ist die Prinzessin von Hyrule die, die hier alles erkunden will oder alles erkundet? Weil eigentlich ist es die Prinzessin, hallo? Haben wir hier noch irgendwelche Sachen, die wir haben? Haben wir ein Schild? Nee, Schild haben wir nicht. Bogen? Auch nicht? Nee. Link sagt so, nee, ist nicht. Schnellauswahlmenü auch nicht. Pfeifen können wir noch. Okay. So, jetzt wird der Nebel nicht nur schwarz, sondern auch irgendwie lila. Es sieht sehr bedrohlich aus. Wir müssen schauen, was kommt. Und es wird einfach immer mehr bedrohlich. Irgendwie ist das wie so ein Punkt hier, wo das so aufsteigt. Irgend so eine Substanz ist hier. Was gibt es hier? Wie weit müssen wir noch vordringen? Mittlerweile keine geraden Gänge mit Treppen mehr, sondern nur irgendwelche Gänge. Und was ist das? Da vorne. Wir haben schon so eine Art Vortex gesehen auf der Overworld. Also im Trailer. Was ist das? Wo sind wir hier? Lass uns gehen, Link. Und sei bitte ganz vorsichtig. Wohin? Zurück oder weiter? Okay, nee. Lass uns gehen. Let's go. In Ordnung. Ganz vorsichtig. Oh, jetzt passiert das, was der Ausschlag für die Geschichte gibt. Von diesem Spiel. Ist das der Dämonenkönig? Ganondorf? Oder was? Der wird von einer Hand versiegelt. Von einer Hand gehalten. Oder was ist das? Und das ist eine Träne. Eine Träne des Königreichs. Und die macht genau die gleichen Geräusche wie die Kraft von Zelda im ersten Teil. Und er erwacht. Ist es Ganondorf? Oder was ist das? Es ist Ganondorf, wahrscheinlich. Auf jeden Fall Link. Hat Link Zelda das beschützt. Soll das heilige Bannschwert sein. Und mein Miasma lässt es einfach so zersprengen. Ein nutzloser Krieg. Und Ganondorf kann sprechen. Zelda. Und du, Träger des Bannschwertes, Link. Rauros große Prophezeiung. Sei jämmerliche Firma. Woher kennst du unseren Namen? Rauro ist der Weise aus Ocarina of Time. Was macht er? Über ihm schwebt eine Art Pyramide. Wird schon wieder hier die ganze Welt zerstört und verwüstet, oder was? Das kann doch gar nicht sein. Und das Schloss hebt sich an, in die Luft. Was passiert mit uns? Und Zelda fällt runter. Link, sein Arm tut weh und er reagiert natürlich blitzschnell und versucht Zelda aufzufangen, aber wie wir im Trailer schon gesehen haben,
verfehlt er sie und sie fällt. Und fällt ins Nirgendwo. Wohin auch immer. Aber Link wird gehalten durch die wundersame Hand. Und nach oben gezogen. Was hat das zu bedeuten? Wir werden es erfahren. Die Bewohner aus Hyrule sind natürlich geschockt, wie es aussieht. Da vorne sind solche, wie die Sheikah aussahen. So gekleidet. Die fragen sich natürlich, was passiert hier? Aber genau das gleiche frage ich mich auch. Wir wissen wahrscheinlich auch nicht viel mehr als Zelda und Link. Mittlerweile. Und was ist das für eine seltsame grüne Kraft? Aus der auch die Hand besteht hier. Die sich mit Link fusioniert oder wie passiert das? Hat sie schon, tatsächlich. Das ist Links Hand jetzt aktuell. Und Link wird dadurch geheilt oder was? Es sieht so aus. Link ist mehr oder weniger verschmolzen damit. Und wacht wie im ersten Teil auf. Und hat keine Ahnung von gar nichts. Ist schon krass mit der Hand. Du bist also erwacht, Link. Und sie kann sprechen, die Hand. Was? Oder wer ist das? Bin ich wieder in so einer Art Schrein? Zelda hat mir viel von dir berichtet. Ist es eine Person oder ist es was Übernatürliches? Du hattest eine ernste Verletzung erlitten. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Dein Arm war von Miasma zerfressen. Ich musste ihn ersetzen, um dein Leben zu retten. Wer spricht da? Wo sind wir hier? Das heilige Bandschwert. Das Master Sword. Ist noch da, aber wahrscheinlich nicht mehr im perfekten Zustand. Sieht aus wie Wurzeln hier, als ob wir unter der Erde sind irgendwo. Link hat voll die langen Haare. Hat er es eben auch schon, ich weiß es nicht. Was ist mit dem Schwert passiert? Aber Link kann seine Hand auch noch perfekt bewegen, oder was? Das Schwert ist auf jeden Fall zerstört. Das Schwert besitzt die heilige Kraft, das Böse zu bannen. Jedoch ist es vom Miasma unter Schloss Hyrule zerfressen. Und das Miasma ist die neue Art von böser Energie, mehr oder weniger. Waffenangriff, wissen wir. Ich finde es aber ein bisschen, ich weiß nicht, ich würde das nicht so einfach auf den Rücken schnallen, wenn man nichts anhat sonst. Weil es tut auch eventuell weh. Wo sind wir hier? Auch eine unterirdische Technologie mit so zerstörten Steinkreisen. Irgendwelchen Zahnrädern oder so nach der Art. Was ist das hier? Kriegen wir hier unsere Kräfte? Es ist ein Tor, was wir aktivieren. Ein Teleportpunkt hinter uns. Gehe ich mal von aus. Und der Mechanismus setzt sich in Gang. Und die Türen öffnen sich wahrscheinlich. Wie so ein Fahrstuhl. Wie beim DLC von Breath of the Wild. Kommt man da hoch? Wahrscheinlich nicht. Gehen wir einfach mal weiter. Schauen, ob wir hier rauskommen. Hier ist so eine Art Moos, was ich auch zerschneiden kann. So eine Art Pflanze. Und hier können wir abspringen, ja, ins Wasser. Das kennt man schon. Und hier kommen wir wieder raus. Das ist wieder so eine Art
Tutorial, wo wir klettern, springen, schwimmen, alles lernen. Aber wo führt das Ganze hin? Wohin kommen wir hier? Wohin kommen wir hier? Jetzt geht's ziemlich weit runter. Wir kommen nicht nach oben, wie ich dachte. Sondern wir kommen eher runter. Und wie in Minecraft verliert man keinen Schaden, nimmt man keinen Schaden, wenn man von höherer Höhe als in echt ins Wasser fällt. Ein altes Beinkleid bekommen wir. Einfache und klassische Beinbekleidung. Sie ist zwar schon abgenutzt, aber erfüllt noch ihren Zweck. Die Sandalen sind etwas mühselig zu schnüren. Weil die gehen so hoch bis zum Oberschenkel gefühlt. Erstmal anziehen. Ja, bis zum Knie. Was haben wir noch? Schwert, Waffen, System. Ja, noch nichts. Wahrscheinlich kommen da Bogen, Schild, kommt alles noch dazu. Gehe ich von aus. Gibt's hier noch was? Hier hinten irgendwas. Ich glaube, so viele Secrets gibt's noch nicht. Aber jetzt geht's los. Ich denke, wir sind gar nicht unter der Erde. Wir sind irgendwo in der Luft. Und springen jetzt hier runter, wie im Trailer. Wir sind über dem Land Hyrule. Richtig? Dann mal los. Springen wir in ein neues Abenteuer. Mit Link. Einfach ins Nichts. Und die Musik setzt ein. Ziemlich krass. Und episch. Und damit geht's los in ein neues Abenteuer. Was werden wir erleben? Es gibt so viele Himmelsinseln, die wir hier schon sehen. Es ist das gleiche Land unten, aber es gibt über dem Land schwebende Inseln. Und, keine Ahnung, ich bin sehr geflasht von allem, was jetzt kam. Bin gespannt, was uns erwartet und ob wir jetzt überhaupt im Wasser landen. Ich denke schon, aber ich hoffe es mal. Zum Beschleunigen halten. Wow, Hilfe, Schimmer. Und im Wasser. Kann man im Intro sterben? Ist die Frage. Und jetzt sind wir in der offenen Welt, oder was? Jetzt können wir frei erkunden. Vergessene Himmelsinsel. Wie hoch sind wir? Auch eine Frage, eine interessante. Ich gehe einfach mal den Weg lang, weil ich glaube, das ist das, was das Spiel von uns möchte, so ein bisschen. Ich weiß nicht, wird mal wieder so wie in Breath of the Wild. Bisschen durchgefühlt. Bisschen durchgeführt. Himmelspilz. Durch die Story. So, dass man quasi frei erkunden kann, frei entscheiden kann, wo man hin will. Eine Route ist hier. Waffenschnellauswahl kennen wir auch. Oder ich. Dass man ein bisschen geführt wird, die Story lang, aber sonst auch entscheiden kann, wo man hingehen will und auch woanders hingehen kann. Da ist schon mal der erste Gegner. Wählen wir uns mal hier eine andere Waffe aus. Und bekämpfen die Gegner. Und nehmen zwei andere Routen auf, um ihn zu finishen. Und er zerfällt in seine Einzelteile. Das sieht ziemlich krass aus, finde ich. Ein Alpha-Krieger-Konstruktoren. Die Namen sind auch krass. Ein klingenähnliches Horn, was sehr scharf ist und mit Vorsicht gehandhabt werden soll. Sonau-Energiesphäre. Material, das unter anderem Konstrukten als Energiequelle diente. Es strahlt eine starke Kraft aus. Krass. Und da sollen wir hin. Oder was? Ich gehe einfach mal hier rein. Oder es ist einfach nur ein Ort, wo man einen einfachen Stock finden kann. Ein Ast, der wie ein Schwert geformt ist, gut zu greifen und aufgrund des Gewichts gut zu handhaben oder irgendwie so. Gar nicht so wichtig, was da steht. Ich will auch wissen, wie es auf der Overworld aussieht. Wie Hyrule sich verändert hat dadurch. Oder was es zu entdecken gibt noch. Ich würde sagen, ich schaue nochmal. Ja, der Part ist vorbei, 28 Minuten. Hier nach rechts. Und dann werden wir im nächsten Part dieses Portal aktivieren und dann hier rüber kommen. Wir befinden uns immer noch mehr oder weniger im Tutorial. Wir haben noch keinen Menschen gefunden, keine lebende,
kein lebendes Irgendwas außer diesem Gegner eben. Und im nächsten Part geht's weiter. Wir werden sehen, was ist passiert, was können wir tun, was ist das da vorne und was kommt als nächstes. Schaltet gerne wieder ein, liken, wenn es gefallen hat und abonnieren, wenn ihr benachrichtigt werden wollt über den neuen Part. Und ja, wir sehen uns dann. Bis dahin, macht's gut und ciao.